Servus Leute, ein kleines Update für meinen YouTube-Kanal. Erstmal, weil ich noch einzelne Fragen zu bekommen habe, das mit dem Spessart-Camp. Das hat nicht geklappt, das fängt jetzt auch schon morgen am 16. Februar an. Ich bin nicht dabei, sei es drum, war es halt nichts. Als zweites möchte ich noch kurz dran erinnern, am Sonntag, am 17. Februar jetzt, brechen ja unsere drei wagemutigen Helden Ronny, Sepp und Daniel auf und versuchen im Winter autark die Alpen zu überqueren. Bitte denkt an sie, drückt kräftig die Daumen, die können es, glaube ich, gut gebrauchen. Jetzt eigentlich zu meinem Kanal. Ich habe in der Vergangenheit ja einige Videos über Lederarbeiten bei mir hochgeladen, unter anderem ja auch den fünfteiligen Beschreibung, wie man eine Messerscheide aus Leder herstellt. Daraufhin habe ich einiges an Zuschriften, PNs, Kommentare und so gekriegt. Und ich habe das so gedeutet, dass doch ein Bedarf da ist, ein Wissensdurst, wie das Ganze genauer vonstatten geht. Deswegen kann ich euch heute verkünden, ihr dürft euch freuen. In naher Zukunft werde ich eine Reihe starten, in der ich Stück für Stück mein Wissen mit euch teile über Lederbearbeitung, angefangen. Welches Leder verwendet man, welches Werkzeug braucht man, wo bekommt man es her, wie färbt man, wie punziert man, was muss man alles beachten und so weiter. Also es gibt, denke ich, bestimmt 3-4 Teile könnten es werden. Also jeder, der da Interesse hat, es geht demnächst los. Jetzt heute fange ich gleich an und mache die ersten Aufnahmen. Ich denke, im Laufe nächster Woche spätestens dürfte es der erste Teil dann schon zu sehen geben. Ja, da bleibt es mir nur noch übrig, euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende zu wünschen. Wie gesagt, denkt an die drei Mutigen und geht raus und dann nehmt noch was. Bei uns hat es jetzt gestern gerade wieder geschneit. Genießt den Winter noch ein bisschen. Solange es noch die Möglichkeit dazu ist. Tschüss, bis demnächst.